Alles klar. Ich würde dann mal sagen, sollen wir mal kurz zu Björn rübergehen, weil dann würde ich mal kurz schauen, ob man... Also da hat es halt echt so eine... Obwohl, da war ja ein Weg vor. Ich würde sagen, da hat es echt einen Weg gebaut, da war ja einer. Ja, ich würde tatsächlich mal gerne gucken, ob wie die Straßenlaterne, die habe ich ja, glaube ich, schon umgefärbt, aber ich würde die trotzdem gerne nochmal angucken. Und ich glaube, ich habe schon eine Ampel. Ich bin mir nicht... Müsste die nicht da mit da stehen? Wow. Oder ich habe die schon irgendwo hingestellt. Das kann natürlich auch sein, weil ich würde mir mal gerne angucken, wie die aussieht. Also wie andere Versionen von der Ampel aussehen. Haben wir hier eine Ampel? Da. Ich mag ja auch die Straßenlaternen total gerne. Ich finde, die passen aber überhaupt nicht in die Stadt. Deswegen habe ich auch diese anderen genommen. So. Hallo. Ich möchte fliegen. Zur Harveys-Insel. Auf geht's. Ja. Was? Ach ja, ja, schließ die App. Alles okay, mach. Oh. Diese alberne Antenne da um Kopf. Finde ich super. Ah. Wollen wir noch mal kurz gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Also momentan ist aber echt viel wieder los so auf YouTube. Also sehr viele Klickzahlen heute. Oh. Auch zu Björnilein. Björn! Björn, hallo! Ja, hallo. So ist das. Ich finde Björn so unsympathisch. Ich kann euch nur nicht sagen, wieso. Ist halt so. Grün. Nee. Also schwarz ist ja schon interessant. Nee, da finde ich die aktuelle besser. Ich glaube, da habe ich sogar schon mal geguckt. Oh. Nee. Nee. Ah. Runde Lichter. Fahrräder. Eile. Herzen. Blätter. Ich finde seine forsche Art nicht angenehm. Ja. Ich glaube, die runde Lichter finde ich sogar ganz faszinierend, wenn man das so nimmt. Weil es wird halt für die Autos halt besser passen, wenn wir das da benutzen. Für dich. Nee, ja, danke schön. Auch wenn das ein kleines Detail ist, was man sowieso nicht mitbekommt, aber... Ja. So, dann wollen wir mal wieder zurück. Ich will nach Hause. So, die Umfrage ist gleich vorbei. Ihr habt nicht mehr lange. 600 zu 60. Bin ja mal gespannt, wer gewinnt. Bin wirklich gespannt, wer gewinnt. Oh. Und der ist teuer. Ja. Besonders bei den Sachen, die du bestellen musst, kannst du ja irgendwie gar nicht so entscheiden, ob du jetzt halt das eine oder das andere nimmst. Also, du kannst ja nur eine Sache bestellen und musst die dann immer wieder bei dem umändern lassen. Das meine ich damit. Ich werde immer gerade. Okay. Aber ich glaube, ich fände es sogar wirklich sehr interessant, wenn man hier diese Ampel hinsetzt. Oder halt da drüber. Ah, das sieht nicht gut aus. Nee, da fände ich, glaube ich, wirklich erstmal das, glaube ich, hier besser. Und man sieht es halt überhaupt nicht. Ich bin ganz sehr unzufrieden. Ja, da drüben vorne kommt halt eine Brücke hin. Ja.
Ich achte auf gerade Zahlen, selbst beim Einkaufen. Ja, ich bin da eigentlich auch sehr schlimm mit. Bei mir muss auch alles immer symmetrisch und gerade sein und... Oder halt wenigstens irgendwie so ein Zahlensystem muss dahinter stecken. Sonst funktioniert das halt nicht. Ich bin eigentlich jemand, der, wenn man so durch meine Sachen guckt und so, ist das immer sehr ungerade, nicht ungerade, so unaufgeräumt und so. Aber ich weiß nicht, ich habe halt trotzdem irgendwie diesen Zwang. Ich kann es auch nicht erklären so. Das ist so, ich glaube, wenn ich zum Beispiel bei jemandem wäre und mir wird so gesagt, ey, kannst du mir mal helfen, da was umzusortieren? Da wäre das bei mir so ein Zwang, das mega ordentlich zu machen. Es wäre ein riesen Zwang. Deswegen, was mich zum Beispiel richtig, also richtig wahnsinnig macht, ist, wenn ich irgendwo bin und dort jemand hat wirklich, weiß ich nicht, eine Buchsammlung oder Filme oder was auch immer und die sind einfach überall verstreut. Ich kann das mir nicht angucken. Also das ist so eine Sache, die kann ich bei mir auch überhaupt nicht haben. Also wirklich gar nicht. Die muss, das muss nur sortiert sein. Dafür hat man's. Nein, nicht unbedingt dafür, aber weißt du? Der Herr Neues. Hallo. Alles muss nach Alphabet, Farben, Form und Haltbarkeitsdatum sortiert sein. Ich habe tatsächlich die letzte Zeit meine ganzen Lebensmittel gar nicht mehr so stark nach Haltbarkeit sortiert. Was mir gerade sehr zu Verhängnis wird, weil sehr viel läuft gerade ab und ich habe es vergessen. Deswegen hoffe ich mal, dass ich das die Tage trotzdem noch essen kann und nicht wegschmeißen muss. Ich habe zum Beispiel Mozzarella, der mir gestern abgelaufen ist. Der Mozzarella, wenn du Glück hast, hält der sogar noch ein bisschen länger. Ja, es ist halt unterschiedlich. Ich mache mich auch oft wahnsinnig, nach was sortiert man. Jetzt zum Beispiel letztens meine Star Wars Bücher habe ich jetzt wieder umsortiert, weil die waren ursprünglich nach, wenn du die nach dem Release sortierst, oder besser gesagt, die waren nach Verlag sortiert und dann waren die nach, wann die spielen, sortiert. Problem ist aber, die sehen nebeneinander halt nicht richtig aus, weil die halt irgendwann mal so einen Umbruch hatten, dass zum Beispiel der Autorenname ganz, ja nicht ganz woanders steht, aber der steht jetzt... Da steht jetzt nicht mehr seitlich, sondern so, wenn du das hochkant halt hinstellst, dass es halt dann gerade ist. Wisst ihr, was ich meine? So haben die das halt umgeändert aktuell. Und jetzt weiß ich halt nicht, wie soll ich die jetzt so sortieren und so, weil eigentlich ist es nach Release besser, aber nach Release ist halt kacke. Und das Problem ist halt, viele Bücher, die sind halt von verschiedenen Verlagen. Ja, ich bin jetzt zum Entschluss gekommen, ich habe die jetzt alle nach... wie die spielen sortiert. Egal was, welcher Verlag und so, es sieht halt nebeneinander echt komisch aus. Aber auf andere Art mag ich gerade diese Unordnung darin. Das wirkt dann wiederum so gemischt halt irgendwie. Das wirkt so, ja, wie soll ich sagen, so... Weil die das für was anderes dann ausstrahlt, ne? Dann habe ich das in der Reihenfolge sortiert. Ja, welche Reihenfolge ist halt die Frage, ne? Das ist halt die Sache. So. Was ist die richtige Reihenfolge? Ich denke mal, so wie die spielen dann, ne? Also, klar, es gibt halt viele Sachen, die, ich sag mal, wenn ich eine Filmreihe habe, dann sortiere ich die halt, obwohl, das ist auch so eine Frage, nach was sortiere ich die? Zum Beispiel die Conjuring-Filme, sortiere ich die so, wie die spielen? Sortiere ich die so, wie sie erschienen sind? Sortiere ich die nach Reihen? Also, ich habe dort aktuell drei verschiedene Möglichkeiten, die zu sortieren, ne? Nach Daten, okay. Weil bei Conjuring habe ich die am Anfang so sortiert nach, das sind ja die Conjuring-Filme, die Annabelle-Filme und dann halt den Rest so halt dann nach Release. Oder sortiere ich die alle nach Release, weil ich finde, dachte erst, man sollte die am besten nach Release gucken, aber nachdem ich die letzte Mal geguckt habe, finde ich die, man soll die wirklich nach, wie die Spielen gucken. Aber wie die Spiele gucken, will ich die nicht sortieren. Besonders die sehen am besten nebeneinander aus, wenn du die wirklich nach Bereichen, also Themenbereich sortierst. Wenn man einen Schrank mit Türen hat, sieht man nicht, wie die sortiert ist. Ich sehe es aber. Andere sehen es zwar nicht, aber ich sehe es. Ich mache das ja nicht für andere, ich mache das ja für mich. Ja,
Meine Wäsche sortiere ich nach Sommer und Winter. Meine Bettwäsche liegt hier irgendwo rum. Apropos, morgen würde ich auch wieder waschen. Bettwäsche waschen. Gestern habe ich T-Shirts und so gewaschen. Also alles Schwarze, was nicht so lusig werden soll. Und morgen wasche ich halt Handtücher, Bettlaken, Wäschen und so und solche Sachen. Dauert auch nicht lang. Also gestern so die Aufhängwäsche und morgen kommt halt die Trocknerwäsche. Und dann mache ich die Waschmaschine ordentlich voll und dann der kommt einfach alles in den Trockner rein, außer so Socken und so, die hänge ich auf, bevor die einlaufen. Und ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch nicht Sommer- und Winterbettwäsche. Ich habe einfach Bettwäsche. Ich hatte früher Sommer und Winter, aber aktuell habe ich halt einfach drei verschiedene Sachen. Ich habe einmal eine weiße, die habe ich auch aktuell. Dann habe ich eine Minecraft und dann habe ich eine Mario Odyssey. Ich hätte noch gerne. Letztens hatten die irgendwo von Harry Potter eine. Ich habe so viele Harry Potter Bettwäsche-Sachen. Aber die passt halt nicht zu meinen. Die sind halt zu klein, leider. Ich habe eine große Decke. Ja, muss ich mal schauen. Naja. Ich habe 30 Mal Bettwäsche, Sommer, Winter und Bund. 30 Mal. Ist da auch jemand, die so oft wechselt, oder? Weil ich wechsle die halt echt nicht so oft. Wohl doch, eigentlich schon so. Ich würde sagen so. Also höchstens einmal im Monat, würde ich sagen. Oder mindestens einmal im Monat. Ich weiß gar nicht, wie oft man die überhaupt wechseln soll. Ich höre da auch immer unterschiedliche Sachen. Manche wechseln die auch irgendwie nur einmal im Jahr oder sowas. Boah, das könnte ich gar nicht. Früher ja, früher war mir das egal. Aber heute denke ich mir so, nee. Soll ich überhaupt einen Weg drüber machen? Ich weiß es gar nicht. Ja doch. Hab ja jetzt hier schon angefangen. Sieht echt komisch aus. Ich weiß nicht, wie das wird. Zweimal in der Woche, wenn es geht, aber ich sammle meine Bettwäsche. Zweimal in der Woche? Ich bin faul, ich wechsle meine Bettwäsche nur alle zwei Wochen. Also zweimal in der Woche ist echt viel. Was sagt denn Dr. Google? Hätte ich keine Werbung. Obwohl, kann ich eigentlich. Egal. Wann Bettwäsche wechseln? Aber wie oft genau? Das ist jetzt von schönerwohn.de. Als empfehlenswert gilt ein Rhythmus zwischen 2 bis 3 Wochen. Wer in der Nacht stark schwitzt oder wer gerade eine Erkältung, eine andere Viruserkrankung durchgemacht hat, werden die Wäsche auch jede Woche wechseln. Für einen gesunden und milbenfreien Schlaf solltet eure Bettwäsche wechseln generell alle 2 bis 3 Wochen. Wenn ihr besonders viel schwitzt oder... Ja, okay. Bettwäschenbezüge und Laken alle 2 bis 4 Wochen, Bettdecken alle 2 bis 3 Monate, Kopfkissen und Matratzenbezug alle 4 bis 6 Monate. Matratzenbezug, also meine, also so die Sache, die mache ich echt selten. Das mache ich selten, dass ich die mal wechsle oder wasche. Jetzt halt einfach nur ein neuer Bezug drüber. Im Sommer wechsle ich die öfter. Wenn ich zum Beispiel krank bin, habe ich den Zwang, die zu wechseln. Ja, okay. Na gut, nachdem krank sein, wechsle ich die Bettwäsche auch sofort. Ja, das ist bei mir kein Argument, weil ich eigentlich nie krank werde. Also, letztes Mal, wo ich... Also, ich war vor ein paar Wochen ja mal kurz so einen Tag krank. Aber ich würde jetzt nicht richtig sagen, dass ich krank war. Ich war einfach nur einen Tag so... Aber ich fühlte mich jetzt nicht so, weiß ich nicht.
Also richtig krank Gefühl und so habe ich sowas von selten. Eigentlich nie. Ist ja bei meiner Familie auch so. Ich glaube zum Beispiel mein Bruder, der hat auch noch nie auf der Arbeit gefehlt, weil er noch nie krank war oder so. Und Urlaub nimmt er auch nur, wenn er kann. Oder ja nicht, wenn er kann, aber ihr wisst, was ich meine. Selten. Ja. So. So, sehr, sehr schön. Ach ja. Normalerweise hätte ich einmal im Jahr eine Erkältung, da ich 2 Jahre nichts hatte, dauert es fast 3 Wochen. Oh. Sowas ist mies, dass sich das dann so aufstaucht, sozusagen. Ja, stimmt das ja. Das war doch letztens, ne? Was dir so schlecht ging, hast du ja Bescheid gesagt hier. Nee, das habe ich Gott sei Dank nicht. Das habe ich aber bei anderen Sachen. Eher so, sag mal, bei so Gefühlssachen oder so, da ist das eher bei mir. Also wenn es mir eine ganz lange Zeit gut geht, dann geht es mir auch wieder eine ganz lange Zeit richtig mies. So. Diese Woche ist wieder fast alles gut, nur noch Nase nervt. Muss von den Nasentropfen wegkommen. Oh, Nasentropfen, ich finde sowas so ekelig, ne? Also da verweigere ich halt, das auch wirklich zu nehmen. Aber ich hatte auch echt lange keinen Schnupfen. Also ich habe solche, gerade merke ich so, meine Nase ist so ein bisschen zu, aber jetzt nicht so schlimm zu. Hatte zum Beispiel gestern Abend auch, aber gestern ging das halt vom Kochen. Also, dass meine Nase zu ist, habe ich tatsächlich öfter. Aber das ist halt bei mir immer wetterabhängig. Das hat auch nicht mit Kranksein oder so zu tun. Bin ich auch sehr froh drüber. Genau, mit Husten und ich weiß nicht. Das ist halt immer andere Gründe, aber ich würde jetzt nicht sagen, so krank oder sowas. Ich habe auch mal vermutet, dass ich so eine Milbenallergie oder so habe. Aber da habe ich nie, hab ich nie nachtesten lassen. Das war mir aber auch egal, um ehrlich zu sein, weil das nicht so schlimm war. Was ich bei mir gerade faszinierend finde, ist, dass ich irgendwie gar keine so großen Probleme mehr mit Laktose habe. Das ist echt faszinierend. Also in letzter Zeit ist es wieder ein bisschen schlimmer geworden, aber so davor war so, als wenn wir jetzt gerade so ein bisschen über Allergie reden. Das war auch faszinierend, als ich so gehört habe, dass du tatsächlich laktoseintolerant werden sein, also dass das passiert, wenn das ist eine kopfliche Sache total oft. Also wenn es dir halt allgemein auch nicht so gut geht, dann kann das passieren halt so. Weil ich habe da mal mit mehr Leuten so drüber geredet, die hatten das. Also so Leute, die auch so Probleme haben, die haben das auch alle. Und ich so dachte, hä? Irgendwie faszinierend. Wie sich der Kreis wieder schließt. So lustig ist das gar nicht. Ah, ich bin mit dem sehr unzufrieden. Also der Zebrastreifen ist ja echt nicht schön. Nein, nein. Ich mag aber auch generell die Häuser. Also, dass hier so ein. Also der Weg muss hier aber, glaube ich, hin, sonst fände ich das auch nicht schön. Oder wir schieben die Straße. Schieben die woanders hin. Oder wir machen die Häuser hier einfach größer. Das war auch eine Idee.
Also zwei nach rechts oder so. Und der Weg wirkt hier wirklich sehr unpassend. Naja, wir bauen mal kurz die Straße hier zu Ende. Ich kann mir die Erfüllung keine Milch mehr essen. Es geht wieder viel schlimmer. Es ist aber auch der Geschmacksverlust. Ah! Ja, das ist eklig. Sondern dann konzentriert man sich so auf die Konsistenz, und wenn dann irgendwie was ist, das nicht so schön ist. Ja. Früher, als ich klein war, gab es immer, wenn ich krank war, Tee und Zwieback. Und ich kann bis heute kein Zwieback sehen, ne? Zwieback. Bah. Obwohl, ich finde Zwieback eigentlich gar nicht mal so schlimm, nur es ist halt dieses, es ist so richtig so dieses, oh, du bist krank, jetzt gibt's Zwieback und Tee. Tee trinke ich gern, obwohl ich auch schon wieder länger keinen mehr getrunken habe. Na, Zwieback, ich weiß nicht. Zwieback lecker, ne. Also Zwieback esse ich eigentlich gern, wenn da noch irgendwie sowas drauf ist, so Zucker oder so Kokosflocken oder so, oder mit Schoki oder sowas, dann finde ich das ganz lecker. Aber so, obwohl ich, also ich glaube, aber heutzutage würde ich es eher als damals essen. Also ich glaube, ich wäre heute bereit, mir eher so eine Packung Zwieback zu kaufen als damals, würde ich sagen. Ja. Ja. Warum eigentlich nicht? Gerührte Cola und Salz. Oh. Habe ich irgendwo einen Ballon? Schon irgendwie traurig, wie leer die Straßen hier sind. Ist auch gar keine so Struktur auf der Straße drauf, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich so ein paar Schlaglöcher und sowas irgendwie mache. Achso, sollen wir übrigens mal die Umfrage beenden? Ich mag Zwieback verpackt, verschlossen im Geschäft rumstehend. Ja, so einer also. Fischlein, 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 Fischlein. Aha! Oh, ein Barsch. So Leute, Umfrage wird erledigt. Wie viel haben die Bewohner gespendet? ~1861. Boah, ohne Scheiß, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe mit 700 gerechnet, mit 700 Sternis. Ja, dann haben die über 1000 gespendet tatsächlich. Ja, Leute, ihr habt gewonnen. Also die über 1000 gewählt haben. Über 1000 Sternis. Das sind die blauen, ne? Ja, guck mal, Princess, dann hast du doch gewonnen. Was hatte noch mal Kugelfisch? Sie hatte unter. Kommt jetzt noch eine... Details? Warum gewinne ich jetzt? Weil du gewählt hast, dass die über 1000 Sternis haben und die haben über 1000. Oh, ist aber trotzdem noch eine Menge. So, und dann hast du jetzt... Achtung, warte mal, was jetzt alleine? Du hast alleine, und jetzt hast du jetzt über 800... Bratfussel gewonnen. Ja, cool. Singst du mit Bratfussel gespendet? Ja, guck mal. Und dann kriegst du jetzt noch 293 Bratfussel dazu. Also 893 Bratfussel, ne? Oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, 893 stehen hier an Princess.
Tja, neues selber schuld. Selber schuld. Jetzt habe ich so wenig Eisenzäune wieder. Dafür habe ich doch gar nicht verbaut, oder doch? Ja, also mit dem Weg hier bin ich sehr unzufrieden. Also da weiß ich nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht alternativ, wie ich das hier umändern soll. Ich mag auch hier oben tatsächlich die Dings nicht so. Ich guck mal gleich. Ich glaube, ich habe ja noch ein paar Zäune. Gab ja irgendwie so Eisenzäune, aber die man hinstellen konnte. Da will ich gleich mal gucken. Fischlein, 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 Fischlein. Das ist bestimmt so ein Karpfen oder so. Nicht mal ein Keulkarpfen, einfach ein Karpfen. Jetzt aber. Ah, ist doch ein Keulkarpfen. Ja, geil. Schön, schön, schön. Achso, die Bäume wollte ich auch noch pflanzen übrigens, bevor ich das vergesse. Ich will nicht mehr gewinnen, ich will nur, dass die anderen verlieren. Es haben hier drei Leute verloren und eine Person gewonnen. Also ich glaube, jetzt ist eher dein Wunsch in Erfüllung gegangen als andersrum. So. Ist das auch richtig jetzt? Sieht voll komisch aus. Weil... Hä? Ach so. Ah, okay, habe ich das ignoriert. Ich glaube, ich ignoriere das ja auch. Wir ignorieren das ja einfach. So, machen wir das hier mal. Oder warte mal, wir machen mal. So. Ja, und sonst? Gibt es noch was Besonderes? Erwähnenswertes? Wir könnten ja hier so einen kleinen Weg hinmachen. Das finde ich auch ganz knuffig. Und hier so an der Seite so ein paar Bäume. Dass man da so wie so ein Trampelpfad reinmacht. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, das mache ich auch. Könnte man theoretisch hier oben ja auch irgendwie was hinmachen, dass da so eine Leiter hochgeht. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Dann würde das mit dem Villenzaun noch besser passen. Würde ich mein Haus nur nach hinten schieben oder so? Müssen wir halt nur trotzdem Feuer umstellen. So, nein. Also ich freue mich schon auf heute Abend. Ich lese heute wieder mein Buch weiter. Also ich muss sagen, das macht echt Bock gerade. Das Layer-Buch. Deswegen bin ich auch schon so am Überlegen, ob ich mir schon das nächste Buch bestellen soll. Nein, du sollst dahin. So. Auch wenn das vom anderen Autor ist. Aber ich muss sagen, Claudia Gray ist echt eine wahnsinnig gute Autorin. Schade, dass die so gut wie gar nichts selber gemacht. Also, selber. Das klingt ein bisschen böse. Nee, halt nichts. So eine eigene Geschichte oder so gemacht hat. Aber dafür fehlen mir ja noch ein paar Star Wars Bücher von ihr. Ich habe erst zwei und ich glaube, sie hat vier geschrieben. Nee, sie hat fünf geschrieben, genau. Fünf. Naja. So. Das sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. So, haben wir noch einen Baum? Ja. Den haben wir noch. Manche können nicht ohne Vorlage. Finde ich ja auch gar nicht mal verkehrt. Also ich würde sagen, wenn ich ein Autor wäre, würde ich, glaube ich, auch lieber etwas fortsetzen oder beziehungsweise etwas...
etwas in einem Universum reinschreiben, was es schon gibt. Ich würde aber sehr, also ich habe zwar immer so Ideen, aber ich habe immer nur vereinzelte Ideen, die aber höchstens für eine Kurzgeschichte reichen. Fangen ja auch viele Autoren mit an, mit einer Kurzgeschichte. Aber... Hä? Ich habe doch ein Geschenk gehört, oder nicht? Wo ist das? Das ist weiter im Norden. Oder war das das Wasser, was ich gehört habe? Das kann natürlich auch sein. Muschel, Muschel, Muschel. Ich habe gar nicht gesehen, was heute der Top-Ankauf ist. Vielleicht sollten wir da mal gucken. Ach, da ist ja gar kein Weg nach oben. Ich dussel. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Stadt gerade immer besser. Bambushocker und Muschelbett? Was brauchen wir denn für den Muschelbett? Ach Mist, brauchen wir da nicht Perlen für? Oh, warte. Nee, Riesenmuschel, Lehm und Stein. Warte mal, hatten wir nicht letztens schon Muschelbetten gemacht? Warte mal. Wegpacken. Können wir schon mal ein paar Sachen entsorgen. Willkommen zurück, Kugelfisch. Du hast leider verloren. Princess hat gewonnen. Die Musik macht mich wahnsinnig. Ich mag die um 5 Uhr morgens. Ja, das spiele ich ja leider nie. So. Riesenmuschel. Oder Riesenmuschel, oder wie die heißen. Da habe ich sogar tatsächlich 5 Stück von, aber die lohnen sich halt. Das lohnt sich halt gerade so gut wie gar nicht. Stein und Lehm fehlt noch. So. Ich weiß gar nicht, bringen die Bambussachen irgendwas? An Geld? Ich habe fast so viele wieder vor. Ja, ein paar sind ja dazugekommen. Bambushocker. Was sind denn die Bambussachen jetzt? Bambushocker. Oh, Bambus. Okay. Probieren wir das doch mal aus. Bambus da. Und ich brauche noch diese Wackeläxte da. Zur Steinaxt. Herstellen. So, stellen wir mal einen her. Und die Muschel. Das Muschelbett, ne? Schade, dass das nicht irgendwas anderes mit Muschel war. Ich habe noch so viele Muscheln. Ich glaube, so lange machen wir gar nicht mehr. Muss ich gleich mal schauen. Ach, guck mal, da ist ja Michelle. Warte mal. Mit der rede ich erstmal. Hallo. Ich hätte gar nicht gucken sollen. Der ist echt teuer. Verkaufen. Nee, erstmal das Muschelbett. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also letztens hatten die, glaube ich, auch Muschelbetten da drin. Ja.
20.400. Und der Hocker, was kriege ich dafür? Bestimmt nicht viel. Aber wäre schon cool, wenn das so 1000 wäre oder so. 1600. Ja. Ich sag mal, das Problem ist nur, selbst wenn wir das Inventar voll machen, das wird nur 40.000 werden. Also, ob sich das halt so im Gesamten lohnen würde. So, gehen wir mal ein bisschen Bambus schlagen. Genau. Weil ich meine, wenn ich mich nicht vertute, gibt es gerade wohl den Frühlingsbambus. Und das lohnt sich halt, wenn wir dann halt so ein bisschen... Ja. Weil ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt welches von haben. Ich habe gerade nichts im Lager gesehen, spontan. Und was man hat, hat man. Das wäre schon mal eine ganz gute Sache. Ach, guck mal, und da ist noch ein Fossil oder so. Auch gleich mit. Ach ja. Was macht ihr heute noch so Schönes? Schon aufs Essen irgendwie heute. Nee, ich glaube, ich mache es heute richtig entspannt bei mir. Ach, guck mal, da haben wir die Goldstelle. So. Ich vielleicht Mario Kart. Oh. Ja, ich... ich weiß gar nicht, ob ich heute noch so lange machen soll. Da bin ich halt noch am Überlegen. Schönen Abend, ich muss noch einkaufen und viel Spaß euch noch. Alles klar, Prinz, dann schön, dass du heute da warst. Und dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend. Bis nächstes Mal. Voraus. Ja, egal. Ich schreibe es auf Discord. Bis nächstes Mal einen schönen Abend noch. Ciao. Ich glaube, ich werde wohl voraussichtlich erst wieder Montag streamen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, weil morgen bin ich nicht verfügbar und am Sonntag ist halt Ruhetag. Ne? Kennt ihr. Nee. Nein! Nicht meine schöne... mein Kescher. Kescher. Oder wie auch immer. Ja, aber soweit haben wir eigentlich alles so gemacht, was ich wollte. Das sind jetzt nur noch Kleinigkeiten, würde ich sagen. Abseits davon sieht doch eigentlich ganz gut aus. Oh. Komm. Ach ja. Ja, ich mach das ja auch noch mal breiter. Hm. Für jedes einzelne Design, wenn man so lange warten muss. So. Ach ja. Ja, ich bin auch noch am Überlegen, ist auch gerade so der Godzilla-Anime im Angebot. Da bin ich auch irgendwie so ein bisschen am Überlegen, ob ich mir den vielleicht auch noch mitnehmen soll. Aber ich bin ja schon bei den anderen Sachen alles so am Überlegen. Wird halt ein teurer Spaß werden, ne? So, warte mal, ich glaube, ich würde tatsächlich... Ja, ich glaube, ich mache wirklich nur die Buchbestellung und da bin ich auch im Überlegen, ja, ob ich die vielleicht im Comicladen bestelle oder so, weil ich habe auch schon überlegt, ob ich nächste Woche in den Comicladen gehe. Auf andere... Ach, da, ich vergesse immer, dass man da nicht hoch kann. Immer wieder. So. So. Wegpacken. So, da
Fisch kommt weg. Ja, einen Apfel können wir eigentlich auch schon wegpacken. Ach ja, und die ganzen Äxte können wir erstmal wegpacken. Die brauche ich nämlich auch nicht. So, dann hole ich noch einen Kescher raus. Genau, und ich wollte nochmal gucken wegen genau den Dingern. Habe ich noch irgendwo eine Leiter oder sowas? Obwohl, warte mal. Theoretisch müsste ich ja hier links nur eine haben. Ah, die benutze ich halt nie, also kann ich halt auch mitnehmen. Die kann man ja auch vom Design ändern, ne? Gibt es da irgendwie schöne Designs, die so ein bisschen also so ein bisschen alt aussehen oder so? Ich kann ja mal gucken. Da. Umgestalten, da bin ich mal gespannt. So. Ich glaube, grün fände ich ganz gut. Also Natur, oder ich glaube, ich würde... Blau wäre eigentlich auch ganz nett, aber ich glaube, ich nehme grün, das sticht so ein bisschen mehr heraus. Und dann würde ich tatsächlich da oben... Also rot würde natürlich hier mehr zu den Dingern passen, aber das soll halt nicht so aus... Das soll schon so ein bisschen rausgerissen halt aussehen halt, wie gesagt, ne? Als würde das halt so weggenommen worden. Also so ein Stück da... Ja, egal. So soll das aussehen, ja. Obwohl doch grün sieht schon ein bisschen eigenartig aus. Egal. Ich find's ganz nett. Genau, und dann packen wir hier wie so ein Trampelpfad halt hier hin. Können wir noch ein bisschen grün drüber als Texturen legen oder so. So. Genau. So, und hier unten kommt dann halt... Ja, und hier würde ich halt auch so einen Trampelpfad hinmachen. Und dann würde ich die Häuser gerne ein weiterschieben oder so. Oder halt die Gärten ein bisschen größer machen. Ich weiß auch gar nicht. Genau, zum Beispiel der hier hat fast keinen Garten. Ich glaube, das Grundstück ist sogar ein bisschen kleiner als das andere. Und damit werden... Oh, warte. Und damit werden die dann auch alle ein bisschen größer. So. So, und ich glaube, dann bin ich auch fertig für heute. Ich brauche noch einen Zaun. Ganz unten gewesen? Nein, natürlich nicht. Da sind die. Da. Und dann kann der Bewohner hier, der Pinguin, der hier drin wohnt, der hat dann auch ein bisschen mehr Platz. Und das beißt sich auch, glaube ich, nicht so mit dem Rest von allem, weil... Also rechts die Häuser, die haben halt da hat ein Haus einen größeren Garten und eins einen kleineren Garten. Und hier hat das haben die halt genauso groß den Garten. Ja. Finde ich so eigentlich ganz okay. Ich muss sagen, wir haben heute echt guten Fortschritt hier gemacht. Ich muss halt nur noch überlegen, wie wir oben halt die ganze Struktur noch machen mit den ganzen Geschäften und so. Aber abseits davon
Ich mag das auch mit dem Weg hier. Also die Idee finde ich ganz gut. Dass man dann, also hier kommt dann auch nochmal der Villenzaun eigentlich hin. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie, vielleicht machen wir den auch noch einen weiter halt. Genau wie den. Also das Haus machen wir dann ganz anders. Ach nee, der bleibt so, weil dann kann man hier noch so wirklich ein paar Büsche hinmachen. Dass der dann halt hier so... Also falls ich das überhaupt hier so lasse, aber eigentlich denke ich mir, warum nicht? Na? Ja. Ja gut. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit hier durch. Na, wir könnten jetzt eigentlich die Blumen hier noch einmal hinpflanzen. Und dann mache ich... Den Rest lasse ich einfach in der Tasche erstmal. Sehr, sehr schön. Oh. Oh. Nee, ich bin mal aber gespannt, wie generell noch die Stadt aussehen wird. Aber ich finde, wir kommen also wenigstens für diesen Wohnbereich da unten, also im südlichen Bereich, oder es ist ja eigentlich die Hälfte komplett von der Stadt, da kommen wir echt gut voran. Jetzt fehlt halt wirklich nur noch der Rest, aber ich habe da auch schon gute Ideen für. Also, das werden wir schon irgendwie realisieren. Und das machen wir nächstes Mal ganz entspannt, würde ich sagen. Ich habe da halt, wie gesagt, auch schon Ideen für. Aber ich habe da sogar gerade eine richtig gute Idee. So, das war erstmal eine Kurzung für heute. Würde ich sagen, quatschen wir jetzt noch ein bisschen. So.